So, wir hoppeln weiter in diesem wunderschönen Spiel, das der Yakuza 4 nennt. Und wir haben noch 195.000 Money. So, das heißt, ich könnte rein theoretisch, muss ich mal gucken, ob das überhaupt geht, das mit diesem Koffer in der Hand Nebenmissionen machen, was bestimmt wie witzig ist. Weil, ich habe da noch ein paar Hostess-Geschichten zu machen und das könnten wir an sich noch angehen. Müsste es halt bloß irgendwie schnell machen. Also nicht diese ganzen Lufte, da ist ja immer ein paar Dialoge, Leute springen einfach mal so. Dann könnte ich da bestimmt eine Menge Zeit sparen, oder? Mal gucken, ob das jetzt überhaupt geht. Und vor allen Dingen, ob man das nicht hier Olle, wie auch immer sie hieß, Shihiro Ikki, nicht übel nimmt. Wenn ich da jetzt hier... Liegt mir mal ein Schlüssel rum, den ich anscheinend bis jetzt übersehen habe. Oder Riesen, Club Bibi. Sind das eigentlich echte Clubs, die es in, wie auch immer der richtige Stadtteil heißt? Ich habe den Namen schon vergessen. Ja. Hallo, was kann ich heute wissen? So, warte mal, jetzt hier, warte mal. Wir waren bis jetzt immer im Schein, ne? Ne, wir waren im Jivel. Ne, wir waren Jivel? Waren wir im Jivel? Wo waren wir denn? Was war. Noah, Shihiro Ikki, genau. So, wer hat denn mit mir überhaupt geredet? Das haben nicht alle mit mir geredet. Das war so ein bisschen das Problem. Ich konnte nicht alle bestellen. Ich glaube, Maya Mori wollte zum Beispiel gar nicht mit mir reden. Okay, warte mal, das ist eigentlich. Nevermind. Okay, ich guck mal einfach, ob ich mit dem Koffer in so einer Bar reinkomme. Dann schauen wir mal, was wir noch alles rausgekriegt, rausgezittelt hier kriegen. Oder ob ich jetzt gleich sage, mit dem Koffer kann ich das nicht machen. Absolute Eile. So, Jivel, geht das? Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Oh! In der Bäckerlehre war um 4 Uhr Arbeitsbeginn zu spielen. Feiertag wie Weihnachten habe ich so um 23 Uhr. Ich dachte, der Trick bei Bäckern ist, dass du nicht früh anfängst, sondern dass du früh aufhörst. Also dass du quasi nachts anfängst zu arbeiten und dann halt um 4 fertig bist und dann pennen gehst oder um 5. Das also eine Nachtschicht eigentlich ist. So, I should go to the location in the E-Mail. Ich habe alles vergessen, also weiß nicht welche E-Mail, aber das kriegen wir jetzt noch raus. Informant, aber jetzt hier kann ich sehen. Achso, ja, das ist über das Ding. Okay, über die. Dann machen wir das mal. Gehen da mal hin. Das müsste ja eigentlich hier irgendwo sein. Wir müssen hier der nächste Hochgang. So, also wer jetzt hier wissen, rede ich? Ja, das sieht sehr richtig aus. Ha, ich bin so gut. So. Das ist mein Informant. Bist du Tanimura-san? Das bin ich. Bist du ihn, der mich angerufen hat? Ich weiß nichts über einen Anruf. Mein Boss hat mir nur gesagt, ich soll hier geben und dir das hier geben. Nimm dies. Wofür ist das? ich weiß es nicht. Vielleicht hast du einen heimlichen Bewunderer. Wie immer sei, es ist deins jetzt. Das ist doch ein Zeichen dafür, überfallen zu werden. Ein Bouquet von Blumen? Ich verstehe es nicht. Warte, da ist eine Notiz drin. Es sagt, sehr gut gemacht, Idiot. Du bist mehr wie dein Vater, als ich dachte. Ich denke, ich sollte meinen Teil des Handels aufhalten. Du wirst bald von Katsuragi angerufen. Was du als nächstes tust, kommt auf dich an. Also, verschwende diese Chance nicht. Kamurosho no Tanimura-san desu ne. Doushite watashi ni rennaku wo? Anta to torihiki ga shitai. Torihiki? Jisu wa ima, Saejima Yasuko wo ore ga azukatte iru. Keisatsu ni wa mada hōkoku shitei nai. Akumade, ore ga migara wo kōsoku shitei iru jōtai da. なるほど。あんたが冴島康子を使って柴田組の連中を殺すよう命じていたことは分かっている。もちろん25年前の事件のこともな。あんたはまだ冴島康子が必要なはずだ。違うか?それで私にどうしろと?俺は25年前の事件を追っている。事件を担当した谷村という刑事が死んだ理由 それが知りたい。もしかして息子さんですか?あの刑事さんの。あんたが取引に応じてくれれば、冴島康子の身柄は渡せ。どうだ?25年前の真相を俺に教えてくれないか?条件があります。条件?私としても刑事さんであるあなたに迂闊なことは話せない。それに電話では、 あなたが冴島康子の身柄を拘束していると
それでどうだ1億ああ。あんたが安子さんに要求した1億だ。その金が今、俺の手元にある。安子さんが用意したものだ。取引の際、その金を持っていく。俺に会うのはその金を確認してからで構わない。それでどうだ1億ですか。一階の刑事さんがダミーとして集められる金額じゃない。いいでしょう。お会いしましょう。明日でどうだ。構いません。場所は神室町ミレニアムタワーの前で17時。どうやら頭のいい方のようだ。一番人通りの多い場所と時間、公衆の面前なら襲われる危険も少ない。いいでしょう。5時、ミレニアムタワー前。先に使いの者に1億を確認させます。それでもいいですか？構わない。では明日。also。Die haben quasi ein bisschen mit der Sinn verliert. Er hat sich ihn vorgestellt. Guten Tag hier. Grüß dich. Ich bin hier. Ich bin Tanimura-san. Und also prinzipiell verkauft er die gute Yasuko gerade nämlich. Weil sie meint ja, dass sie hat ihm ja das Geld gegeben, damit er sie freikaufen kann. Nee, hat sie nicht. Warte, wann der stand? Ja, auf jeden Fall hat er sie jetzt mehr oder weniger als Handelsware benutzt, weil er sagt, er will eigentlich, interessiert ihn nur, warum sein Vater sterben musste und nicht, was mit ihr passiert. Also, dass er möchte es nicht freikaufen. Und letztendlich haben sie sich dann zu einem Treffen vor Millennium Tower um 17 Uhr verabredet, am nächsten Tag. Und er kann gerne die 100 Millionen sehen als Beweis dafür, dass er das Dings hat. Und das, ja. Also er macht das mit allen Bedingungen. Er hat zwischendurch nur gesagt, er hat vor allem gesagt, ich habe Yasuka in meiner Gewahrschaft. Das, ja. Er benutzt auf jeden Fall Leute als Dingsbums. So, Judy. Ne, auf jeden Fall, das ist jetzt der Punkt. Wir wollen mehr oder weniger die gute Yasuko verkaufen dafür, dass wir dafür Informationen erhalten. Wir halten uns halt zurück damit, die Wahrheit zu erzählen. Die MM gehört kommt. Das ist bestimmt eine gut platzierte Werbung, oder? Ich habe übrigens gehört, dass Sega seine Pachinko-Booth, nee, nicht Pachinko, wie heißen die denn? Diese Arcade-Dinger schließt, die hier in den Spielen zum Beispiel rumstehen. Sie sind ja im echten Kapuchinko oder wie auch immer. Ich glaube, Kapuchinko heißt er, ne? Heißt der Stadtteil. Dass sie die schließen, weil irgendwie nicht profitabel oder so. Und das heißt, in den Gebäuden ist jetzt ein anderer Laden. Weil zum Beispiel hier ist ja so ein Club Sega, ne? Hier. Und anscheinend in der echten Stadt sieht es sehr ähnlich aus und da ist dann jetzt bald ein anderer Laden drin und nicht mehr ein Club Sega. So. Wir können natürlich weiter darüber reden, dass das 16-jährige Teenager nicht den Rücken haben, um ihrem Ausbildungslehrer zu sagen, fick dich, Alter. Ich mache hier noch 8 Stunden hier, du Penner. Und sonst nichts. Obwohl das eh nicht springt, weil du hast anscheinend als Auszubildender. Also es ist also meine Tante, die Auszubildende hat, meint, es ist extrem schwierig, die Bande wieder loszuwerden. Aber das, auf der anderen Seite ist es halt genauso schwierig, wenn du selber Auszubildendes bist, da wieder irgendwie das vernünftig über die Bühne zu kriegen. Gibt es hier irgendwo noch eine? Ist denn die Karte nicht so komisch rausgesummt? Das ist ja schrecklich. Ja, wir haben, glaube ich, keine Karte. Den können wir eigentlich direkt dahin rennen, ne? Ich nehme mal nicht an, dass ich mir den Geldkoffer irgendjemand anrufen kann. Da bin ich jetzt wohl leider drin in der Geschichte. Da kommen wir nicht mal raus. Nee, ja, und auf jeden Fall, das ist das. Ja. Ich hatte ja nie eine Ausbildung, aber anscheinend wird nicht so einfach sein. Weil die immer noch hier lebte Realität ist. Genau das ist ja diese Haltung, ne? Ich hatte es früher schwer und jetzt hast du es schwer. Unabhängig davon gehen wir jetzt einfach ins Homeland und pennen eine Runde, würde ich sagen, oder? Wahrscheinlich passieren hier gleich noch irgendwelche Dinge. Ich muss sagen, dass ich gerade die Übersetzung so ein bisschen, da ich was vergessen habe zu erwähnen, was er noch verhandelt hat. Es war ein bisschen viel hin und her. Videosequenz? Ja. Hey, Marshan. Wie ist es gelaufen? Hast du den Koffer gefunden? Ja, hat lange genug gedauert. Ich wünschte, ich hätte gefragt, wo Yasuko das Auto geparkt hat, bevor sie gegangen ist. Wie muss sei, wurde von Katsuragi angerufen, kurz danach. Wir treffen uns morgen. Wirklich? Das hast du geschafft? Das ist ja ein ganz schöner Durchbruch. Ich bin mir sicher, er plant irgendetwas. Du solltest dich besser vorbereiten. Ich werde. Zwischenzeitlich könntest du diese Tasche für mich halten. Ach so. Jetzt bin ich wieder los.
noch nicht ready. So, wir sind jetzt. Kann ich jetzt nochmal rausgehen? Habe ich jetzt eigentlich diese ganzen Nachbarschaftswachen-Dinge jetzt eigentlich schon alle gemacht? Oder. Ich habe hier noch eine Quest? Wie jetzt? Ich habe hier noch eine Quest. Also eine Nebenquest offensichtlich. Aber. Hä? Hier anscheinend ja nicht. Bist du bereit, dich mit Katsuragi zu treffen? Nein, ich bin noch nicht fertig. Oder liegt der. Oh, warum ist denn hier so ein grüner Questpfeiler? Wir können auf jeden Fall nochmal mit Dingsterbumster reden. Naya. Oder Nere, wie auch immer sie heißt. Und schauen, ob sie noch was Tolles für uns hat. Ja, toll. Gangfight Report in der East Shifuku Straße. Alle nahen Einheiten sollen sich bitte melden. Was soll denn das? Das ist bestimmt. Dann mal, komm ich hier wie. Nee. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo das ist hier, ne? Diese engen Gänge hier, da haben sich echt keine Fallen getan mit diesen Drecksdingern, ne? So. Oh, was ist denn jetzt das? Es ist vom Heimatland. Achso, jetzt kommt wahrscheinlich die Quest. Hallo? Machan, Maiwan, was ist los? Wir brauchen dich zurück im Heimatland. Schnell, beeil dich. Wow, beruhig dich. Jetzt sag mal, was passiert ist. Beeil dich bloß, komm wieder zurück. Etwas Schreckliches passiert. Okay, ich werde gleich da sein. Da irgendjemand mit dem Geld... Sie ist ziemlich durchrödelt zu sein. Ich sollte wahrscheinlich besser ins Heimatland zurücklaufen. Ja, das ist jetzt nicht so weit zu laufen, sag ich mal. Außer wenn ich die Kamera nicht gedreht kriege. Oh, Machan. Ich bin hier so schnell hergekommen, wie ich konnte. Was ist los? Ich hatte dich noch nie so erschüttert gehört. Das Geld des asiatischen Hilfsfonds ist weg. Was? Wie vermisst worden? Ich denke nicht, dass wir direkt ausgeraubt wurden. Geht's dir gut, Vater? Ja, Sansan, was ist passiert? Diese Typen sind hier auf einmal reingelaufen und haben gesagt, gib uns das Geld, das du hordest. Ich habe versucht, Nein zu sagen. Und das ist, wie es aussieht. Sie haben dich im helllichten Tageslicht überfallen. Hast du irgendwelche Verletzungen? Wie geht's dir, Mayuhang? Mir geht's gut. Und Mayuhang war nicht hier. Das ist eine Erleichterung. Machan, sie haben diese Nachricht hinterlassen. Wenn du dein Geld zurückhaben willst, sag Komorochos Parasit, dass er am leeren Parkplatz im Public Park 3 vorbeikommen soll. Parasit von Komorocho. Selbst die Kriminellen nenne ich jetzt so. Was für eine Ehre. Nun, es sieht so aus, als wären sie hinter mir her. Machan, wir können das Geld schnell wieder sparen. Du musst nicht. Ich will aber. Also sie sind hinter mir her. Also werde ich schön tun, was ich kann. Das wird immer wieder und wieder passieren. Aber Machan, es ist gefährlich. Und ich werde schon da durchkommen. Es ist nichts Neues für mich. Der leere Hinterhof im öffentlichen Park 3. Das ist weit. Ich denke, ich sollte anfangen zu laufen. Tut dir nicht weh. Na gut. Also die Nebenquest, hätte die vorher passieren können? Ich finde das schon etwas martialisch, wie die toten Enten da aufgehängt werden. Ja, aber wie würdest du denn die sonst aufhängen? Warst du mal auf so einem Fleischmarkt? Das geht glaube ich nicht anders. Also wenn nicht so, wie dann? Ach, bin ich vollgehalten. Wir können ja zumindest mal kurz eine Pizza essen. Die Zeit haben wir noch. Aber interessant, dass wir ihnen dass wir ihnen 100 Millionen gegeben haben. Das Geld scheint unangetastet zu sein. Achso, er hat dieses Geld in dieser Schale, ne? So, weitermachen haben wir uns hier auf jeden Fall was durchgegessen. Naja, vielen Dank. Dafür schön dann noch. Achso, ich sollte vielleicht vorher mal auf die Karte gucken, ob Public Park 3 genau da ist, wo ich denke, wo er ist. Das ist nämlich nicht da hier, sondern... Doch, hier. Stück Park 3. Das ist genau der Park, wo ich denke, wo er ist. Wo ich denke? Welcher ich denke, ist das Richtige. Ja. Im helllichten Tageslicht. Ah, das muss ja nicht eine Nebenmission sein. Warte mal, das hat aber schon was mit der Nachbarschaftswache die Geschichte zu tun, oder? Oder... Hat den denn noch so genau? Hier war das doch schon. Wenn ja ein Tier wie eine Stubenfliege, ist ja schrecklich. Und der leere Fleck in Public Park 3. Weil Public Park 3 ja auch so riesig ist, Alter. Ja. Ja. Da wird zu viele. Ja. Yeah. Moment.
Republic Park 3. Da hinten ist Müll. oder hat er gesagt, Vakanzspot? Ah, hier hinter. Ah, wir haben auf dich gewartet. Also, du bist der Parasit von Kamurocho. Hm? Ein wirkliches Vergnügen, dich den korruptesten Kopf von Kamurocho zu treffen. Anscheinend. Ihr seid die Typen, die das Heimatland angegriffen hat. Warum habt ihr das getan? Warum? Du hast ja ein paar Nerven zu fragen. Unsere Mission ist es, Leute zu bestrafen, die sich auf die Schwachen stürzen. Wir haben viele Dinge über dich gehört, wie du das Geld von Frauen das erpresst, die nicht zu den Cops gehen kannst, zum Beispiel. Und ich weiß, dass du und der dicke Mann darin gemeinsam sind. Was möchtest du mit dem Geld tun? Was sonst, außer es zu den guten, ehrlichen Leuten zurückzubringen, die es gestohlen, von denen du es gestohlen hast. Das ist, warum wir dich hierher gebracht haben. Damit du uns ihren Arm sagen kannst. Außerdem denken wir, wir sollten den einen oder anderen Arm brechen. Sonst machst du ja direkt weiter. Ah, ich verstehe. Ist das alles, was du sagen hattest? Was? Jetzt gib mir einfach mein Geld zurück, wenn du fertig bist mit Reden, ja? Du verdammtes Arschloch. Das denkst du, ist hier so ein Spiel. Das sieht aus, als müsstest du wieder mehr als nur deinen Arm brechen. Der sieht extra blass aus. Beeindruckend, oder? Wir möchten das vor allen Dingen den ehrlichen Leuten wieder zurückgeben, die in Kamurocho, dem das Geld abgezogen hat. Meint er damit den Restaurantbesitzern, die irgendwelche ausländischen Arbeitskräfte anheuern? Er ist übrigens Yu. Gut, der ist auf jeden Fall mal. Aua! Das ist meine Mülltonne! Sollen die mich hier oben? Na, guck mal, ein Stab. Die lange Eisenstange ist ja eine hohe Kunst hier. Guck mal hier. Bom, bom, bom. Das ist ja fast schon Kunstform. Na gut, das war jetzt. Na, Jungs? Alles klar, jetzt gib mir mein Geld. Ich werde es niemals zurückgeben. Nicht so einen dreckigen Plünderer wie dir. Marshan, Meihua, was tust du hier? Ich habe mir so viel Sorgen gemacht. Ich musste einfach nachschauen, was du tun musst. Es ist nicht nur ich. Huh? Geht es dir gut, Tanimura? Sagt eine junge Frau. Makun, bitte sag mir, dass alles okay ist. Wir sind hier für dich, großer Bruder. Ja, jetzt geht verrückt von Marshan. Das hast ihm besser nicht wehgetan. Wer sind all diese Leute? Oh, jetzt kommt bestimmt eine total... Ich entschuldige mich. Es scheint so aus, als hätte ich einen schrecklichen Fehler gemacht. Wie könntest du solche schrecklichen Gerüchte einfach nur glauben? Und du solltest dich besser bei meinem Vater auch entschuldigen. Es tut mir sehr leid. Bitte vergeben Sie mir, Sir. Das ist genug, Maiwan. Es sieht so aus, als wäre alles nur ein Missverständnis gewesen. Naja, vielleicht. Aber er hatte ihn noch einen dicken alten Mann vor ein wenigen Minuten genannt. Aber du warst falsch. Du lagst falsch, Marshan. Du wusstest... Wenn du gewusst hättest, dass es ein Missverständnis von Anfang an gewesen wäre, hättest du ja weiterreden können, anstatt ihn einfach zu bekämpfen. Ja, ich denke, du hast recht. Es ist nur, dass Verhandlungen immer so schwierig sind. Oh, Mahachan. Also, Yanagi. Ja? All dieses Gerede über den Schwachen zu helfen, war das echt? Natürlich, es hat bereits jede Menge Leuten hier in der Stadt geholfen. Dieses Mal war es bloß ein bisschen verworren. Alles klar, dann sollten wir von jetzt... dann könntest du ja von heute an den asiatischen Getaway helfen. Den was? Ich nehme mal stark an, dass du die gleichen brutalen Methoden wie heute benutzt hast, um den Leuten zu helfen, nicht wahr? Das könnte eventuell der falsche Weg sein, Leuten zu helfen, aber viele Sachen können falsch sein. Ich kann hier nicht sitzen und das einfach geschehen lassen. Alles in allem, ich denke, wir haben die gleichen Ziele. Also sollten wir zusammenarbeiten, nicht wahr? Nun, kannst du uns vergeben, was heute passiert ist? Wir sind nicht die Yakuza. Soweit es uns angeht, ist das, was heute passiert ist, schon bereits vorbei. Also, möchtest du uns helfen? Ich wäre sehr geehrt. Okay, dann, werden wir beibringen, was der asiatische Getaway alles tut, und von jetzt an wirst du unsere offizielle Untersektion sein. Sicherlich, ich freue mich darauf. Hey, es tut mir wirklich leid, was heute passiert ist. Bitte nimm dies als meine Entschuldigung. Du hast einen Rubin gehören. Komm schon, lass uns arbeiten. Oh, so einen Rubin kann ich bestimmt gut verkaufen. Ja, gut, 5000 XP. Das war jetzt ja eine dolle Quest, sag mal, ne? Ja, wir sind sogar nochmal gelevelt. Yay. Judy, schön. Schön, schön, schön. Dann können wir beim nächsten Mal weitermachen, ja? Bis dann. Ciao.